Gut. Ihr sitzt ja alle in der Ausstellung Open Codes und heute ist leider das Ende dieser Ausstellung, nein, dieses Wochenende ist das Ende dieser Ausstellung, morgen. Die Open Codes hat eine Verbindung mit dem Entropia, was halt eben auch die Gulasch-Programmiernacht ausrichtet und FabLab hängt da mit drin, Open Knowledge Lab hängt da mit drin und genau. Es ist jetzt ein Wrap-up von dem, was die letzten anderthalb Jahre passiert ist. Haben wir nämlich das Kuratoren- und Museumskommunikationsteam von Jasmin, Barbara, Blanca und Livia und Andreas, genau. Die fünf erzählen jetzt ein bisschen was über die Ausstellung, was die letzten anderthalb Jahre gelaufen ist. Ich vermute mal sogar noch ein bisschen, was davor gelaufen ist, diese ganzen Chaosgeschichten und das ganze Drama und die ganze Action und so. Wir werden viel lernen, wir werden viel hören. Habt Spaß und ja, enjoy. Dankeschön, liebe Sarah. Hallo. Ich hoffe, man hört mich gut. Ich höre mich gerade irgendwie gar nicht. Wie Sarah gerade schon gesagt hat, wir sind ein paar... Hört man mich oder nicht? Doch. Genau. Wir sind ein paar der vielen Köpfe hinter der Ausstellung, in der ihr gerade sitzt. Und wir erzählen gleich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie das hier alles zustande gekommen ist. Bevor wir das aber tun, wollten wir noch mal ganz kurz einen Überblick bekommen, wie gut ihr... Okay. Got it. Genau, also wir wollen, bevor wir gleich sämtliche Soap-Opera-Stories von der Ausstellung preisgeben, wollten wir kurz wissen, wie gut ihr Open Codes kennt. Ich finde es gerade ziemlich Bombe, dass ihr so viele seid. Wir dachten, es kommt niemand. Und weil jetzt gerade auch so ein bisschen Mittagsloch ist, machen wir dafür eine Aufstellung. Und zwar müssen alle kurz mit uns zusammen aufstehen. Und wir haben hier hinten die genealogische Timeline, eine Art und Weise, wie man die Geschichte des Codes erzählen kann. Und wir stellen uns mal einfach so im Raum auf. Auf der Seite diejenigen, die noch nie in Open Codes waren. Auf der Seite diejenigen, die schon von Anfang an in der Open Codes Planung mit dabei waren, wie zum Beispiel Sarah. Und diejenigen, die mal schon hier waren und hier gearbeitet haben, so in der Mitte. Also wir haben die beiden Extrempunkte und so können wir uns jetzt gleich kurz ein Bild machen davon, wie gut ihr es kennt. Und alle werden nochmal wach. Los geht's! Also da hinten, wer schon bei Open Codes bei den Planungen mit dabei war, da hinten das Extrem, wer heute zum ersten Mal in Open Codes ist. Sarah ist quasi ein nah am Extrempunkt, aber das richtige Extrempunkt wären sozusagen Blanca, Livia und Jasmin. Okay. Okay, alles klar. Wir haben eine Ballung von Leuten, die da in der Mitte schon neongelbes T-Shirt, neongelbes T-Shirt mit Brille. Hallo. Wie oft warst du schon in der Ausstellung? Letztes bei der ersten. Und wie oft warst du da? Einen ganzen Tag. Okay, also du bist einen ganzen Tag und ihr alle wart ein paar Stunden, beziehungsweise da hinten sind wir bei Minuten/Sekunden. Okay, das heißt, ihr erfahrt gleich alles über diese Ausstellung. Wir müssen wirklich bei Null anfangen. Gut, vielen Dank dafür. Bitte nehmt eure Plätze wieder ein. Und dann fangen wir bei Null an und Livia erzählt sozusagen erstmal die Stunde Null von der Ausstellung, in der hier gerade auch die Gulasch-Programmiernacht stattfindet. Genau, Stunde Null war in 2016, wenn ich richtig daran erinnere. Und damals haben wir damit angefangen, dass der Direktor des ZKM, Peter Weibel, eine großartige Idee hatte.
wie immer. Seine Idee war, eine Ausstellung zur Geschichte, aber auch die gesellschaftlichen Folgen von Computercodes zu machen im ZKM. Und das ist gar keine Neuigkeit im ZKM. Es gab schon ziemlich viele Ausstellungen zum digitale Kultur oder auch in engerem Sinne zu Computation, die algorithmische Revolution war eine Ausstellung davon. Aber Open Codes ist nicht nur eine Ausstellung geworden. Es ist eine Plattform, ein bildungspolitisches Experiment, so haben wir das formuliert. Aber das ist auch nicht so, Open Codes ist auch nicht die erste in dieser Reihe im ZKM. Es gab schon früher Ausstellungen, wo die Besucher partizipieren könnten und die Ausstellung mitgestalten könnten, wie zum Beispiel User, wo jeder Mensch ein Künstler war. Dann haben wir uns überlegt, wie wir diese ganzen Inhalte dann aufteilen können oder wie diese breit gefächerte Inhalte in einer Ausstellung verständlich gemacht werden können. So, einerseits oder als historische Grundlage haben wir versucht, die Genealogie des digitalen Codes zu erfassen anhand von einer Installation, die da steht bis morgen Abend und dann ist es weg. Es gibt auch noch ganz viele Exponate über die Geschichte von Signalcodes und dann Maschinencodes. Professor Emeritus Franz Pichler hat uns geholfen, das alles zusammenzutragen und euch zu zeigen. Außerdem, Codierung ist ein breites Feld, was so in der Ausstellung zu sehen ist, und dann kommen die ganzen gesellschaftlichen Folgen oder Themen, die damit verknüpft sind, wie maschinelles Lernen oder algorithmische Staatsführung, Arbeit und Produktion, algorithmische Ökonomie, virtuelle Realität und genetischer Code. Zur Entstehung einer Ausstellung gehört auch die Gestaltung und Szenografie einer Ausstellung. Wir haben am Anfang mit Architekten zusammengearbeitet und die haben so einen Grundriss für die Ausstellung entworfen. Und so sollte das mehr oder weniger aussehen. Aber das ist daraus geworden, weil es gab ein kleines Drama. Wir waren nicht so zufrieden mit den Architekten und dann haben wir einige Ideen behalten, aber trotzdem diese Wände bzw. diese Metallgestelle in einem Wirbelform, könnte man sagen, gestellt in der Ausstellung. Man sieht es wahrscheinlich einfach oder wahrscheinlich gar nicht, wenn man hier unten ist, aber von oben erfasst man das besser wie das aussieht. Und die vereinfachte Version davon ist hier. Das ist auch in der Broschüre, was ihr noch heute euch schnappen könnt. Genau, dann gebe ich das Wort weiter an meine Kollegin Blanka. Ja. Genau, also Livia hat es auch schon ein bisschen erwähnt, das war hier im Haus eine große Herausforderung, das ist nicht nur das ZKM oder in dem Fall die kuratorische Abteilung in dieser Ausstellung viele Ideen und
Entwicklungen mitgebracht haben, sondern wir haben mit externen Partnerinnen und Partnern gearbeitet, wie Franz Pichler, aber auch mit großen Institutionen hier in Karlsruhe, wie zum Beispiel das KIT, FZI, also Forschungszentrum Informatik und Fraunhofer Institut. Und daraus ist als erstes diese Konferenz Digitale Souveränität entstanden, die haben wir, wie gesagt, mit den drei Instituten zusammen entwickelt und dann konzipiert. Und am 2.11. hat es dann stattgefunden, also genau zwei Wochen genau nach Ausstellungseröffnung eben am Oktober 2017. Und genau das hat im Medientheater stattgefunden, aber das ist nämlich nicht das Einzige, was wir mit diesen Initiativen und Gruppen dann auch konzipiert haben. Und dann gebe ich auch weiter an Kollegin Jasmin. Ja, was uns bei dieser Ausstellung auch besonders wichtig war, dass wir nicht nur auf Kunstwerken aufbauen und diese Geschichte erzählen, sondern probieren auch die aktuelle Forschungs- und Entwicklungslage transparenter zu gestalten. Und so haben wir mit diesen gerade eben genannten Kooperationspartnern unter anderem verschiedene Dokumentarfilme gedreht mit der Hilfe des Videostudios hier am ZKM, und so sind mit dem Fraunhofer Institut vier Filme entstanden zu autonomen Fahrzeugen und darunter das autonome U-Boot oder Drohnen. Ein anderer Film schaute sich an, was Industrie 4.0 bedeutet, und ein anderer schaute sich an, was das Human Brain Project ist, ein Projekt, was in die Robotik reingeht und probiert, das menschliche Gehirn, ein Mapping vom menschlichen Gehirn zu machen, um Prozesse besser zu verstehen. Das Fraunhofer beleuchtet das aus der Sicht der Robotik. Und was wesentlich an dieser Ausstellung ist eben, dass wir probieren, einen interdisziplinären Dialog aufzubauen, in dem Kunstwerke ergänzt werden von Wissenschaft und Forschung. Genau, also bis jetzt auch schon ganz gut rumgekommen ist. Ich bin mit dem Mikro, sorry. Hallo. Okay, also was bis jetzt, glaube ich, ganz gut rübergekommen ist, dass uns wichtig war bei der Planung der Ausstellung, dass die Deutungshoheit nicht beim ZKM liegt, sondern dass wir sie mit so vielen Menschen wie möglich teilen wollen. Und wir sind dann eben auch an ganz viele lokale Initiativen und Gruppen gegangen und haben sie quasi eingeladen, mit uns zusammen an dieser Ausstellung rumzudenken und sie zu entwickeln. Entropia hat uns sozusagen von Anfang an unterstützt. Hier sehen wir andere, die wir angeschrieben haben, und unter anderem eben auch das OK-Lab, und davon ist der Andreas gerade da, der eigentlich oben gerade einen Workshop hält. Und vielleicht, bevor du kurz gleich wieder hochspringst, kannst du kurz nochmal erzählen, wie das für dich aus deiner Perspektive angefangen hat, dass wir dich euch angesprochen haben. Also das ZKM ist auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir nicht was mitmachen wollen bei dieser Open Codes Veranstaltung. Und das Konzept fanden wir damals schon irgendwie super, dass man hierher kommen kann, ein bisschen was lernen über Kunst und außerdem noch mit Bananen und Kaffee versorgt wird. Fand ich sehr cool. Und wir haben uns dann natürlich sofort ordentlich ins Zeug geworfen und mitgemacht. Wir haben im Laufe dieser Zeit mehrere Workshops hier gemacht. Wir haben uns um offene Daten gekümmert, was wir sowieso tun als OK-Lab, und haben hier zweimal sogar den Open Data Day veranstaltet, also ein größeres Event, haben uns hier regelmäßig auch mit den anderen Gruppen getroffen, und es gibt sehr interessante Möglichkeiten, hier Wissen über Digitalisierung, also sprich über Computer, Programmieren und Technik, in Zusammenhang mit den Kunstobjekten, die hier ausstehen, unter die Leute zu bringen, sodass man ein bisschen mehr versteht, was da eigentlich auf uns zukommt oder um uns herum vorgeht. Also fand ich ein sehr schönes Projekt Open Codes. Ich bin sehr, sehr, sehr traurig, dass es jetzt zu Ende geht, und kann es immer noch nicht ganz glauben, aber morgen ist ja noch ein Tag, an dem man die Richtung rumreißen könnte. Ja, wir sind, glaube ich, alle super traurig. Ich weiß nicht, ob ihr es schon registriert habt. Du hast gerade was Wichtiges gesagt, was jetzt noch gar keine Erwähnung gefunden hatte, aber ihr alle seid schon, habt wahrscheinlich schon davon profitiert. Bananen, Äpfel und Kaffee, das war quasi
schon auch eine Idee vom kuratorischen Team, aber als wir eben uns mit dem OK-Lab, mit Entropia, mit dem FabLab, mit Freifunk zusammengesetzt haben, haben wir halt gefragt, okay, was braucht ihr, damit ihr den Raum, diese Ausstellung auch wirklich für euch nutzen könnt? Und wir haben gesagt, so Bananen und Kaffee. Ja, ihr habt noch was anderes gesagt. Couch, ganz wichtig, die Couch und freies WLAN. Und das war für uns, also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Essen und Trinken im Museum bei Kunstwerken, dann auch noch mit Kaffee und freiem Eintritt, das war zu krass für die Direktion, um das irgendwie politisch durchzusetzen. Also das hat unglaublich viel Arbeit gekostet und war dann auch noch, ja, es war ja klar, damit ihr hier arbeiten könnt, ihr arbeitet ja alle, ihr macht ja Freifunk und OK-Lab ja in der Freizeit, das muss halt dann auch abends passieren können. Und wir haben dann auch noch durchbekommen, dass wir am Donnerstag verlängerte Öffnungszeiten bis 22 Uhr haben. Das heißt, erklärt mal der Museumstechnik, dass die jeden Donnerstag bis 22 Uhr hier bleiben müssen. Das war wirklich, also das ganze Haus musste sozusagen sich selbst auf den Kopf stellen, um hier diese Ausstellung realisieren zu können. Und das Großartige ist, ich glaube, wir hatten halt alle, ja, unsere Sorgen damit, aber auch echt unseren Spaß. Und was halt ganz toll war, war, das ist jetzt besonders emotional, das war die Eröffnung, der allererste Tag von Open Codes. Und da hatten wir dann Entropia und Freifunk und so eingeladen, hier diesen Open Hub, nennen wir ihn eben, für sich zu belegen. Und wir haben einfach gesagt, kommt und do your thing. Und das Lustige war, dass nach dieser Eröffnung, nachdem ihr hier den ganzen Abend bespielt habt, plötzlich ein neuer Router hier in der Ausstellung war und die EDV-Abteilung war so, wem gehört dieser Router? Wir haben den hier nicht installiert. Was ist da los? Und das war tatsächlich Freifunk, denen unser Internet einfach nicht schnell genug war und nicht stark genug war. Und wir sind seither gesegnet mit dem WLAN von Freifunk, wofür wir auch sehr dankbar sind. Und was auch sehr cool war, in meinem Alltag koordiniere ich sozusagen die Leute, die hier Führungen geben. Und die haben mich so nach der ersten Woche Ausstellungseröffnung haben sie gesagt, Barbara, da ist so ein Kunstwerk, dazu gibt es kein Label, da gibt es keine Informationen. Also was ist das? Und tatsächlich habt ihr den Raum gehackt, in dem zwei einfach ihr Kunstwerk hier aufgestellt haben. Und das war dann super, weil ihr dann vom kuratorischen Team auch ein Label dafür produziert habt mit denen zusammen. Und das steht da hinten, also das könnt ihr euch nachher angucken gehen. Das war auf jeden Fall sehr charmant, mal gehackt zu werden in Livespace. Ja, und hier einfach noch so ein paar Inspirationen oder Eindrücke davon, von dem, was Andreas gerade erzählt hat. Wir haben halt mega viele Workshops hier veranstaltet und das halt alles immer zusammen. Wir haben uns auch während der Ausstellungslaufzeit haben wir uns immer wieder auf Pizza essen getroffen und haben halt geguckt, okay, was haben wir Lust, worauf haben wir Lust, dass hier stattfindet. Und ich glaube, ein ziemlich großer offizieller Höhepunkt war dann die Eröffnung des zweiten Teils von Open Codes, wo wir quasi, also Entropia, Freifunk, OK-Lab, FabLab und wir vom ZKM haben hier so eine große Diskussion gemacht, die kommt da gar nicht so gut rüber, aber die war richtig gut besucht. Und das war irgendwie total schön, dass wir da alle zusammen einfach gemeinsam diesen Raum beleben. Genau, ja, also ich gebe weiter. Genau, ein besonders spannender Höhepunkt war auch, als wir eingeladen wurden nach Mumbai, um Open Codes, eine Satellitenversion von Open Codes in Mumbai zu kuratieren. Das war dann in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut. Und es war besonders spannend, weil Indien ein ganz anderes Technologieland ist und das Verständnis von Code und Software ein ganz anderes ist. Und so sind wir erstmal mit unserem Kollegen Christian Lölkes nach Indien gefahren auf Forschungsreise, um zu erkunden, wie das Verständnis dort von Kunst und Technologie ist, und haben festgestellt eigentlich ziemlich schnell, dass dieses Selbstverständnis vielleicht, das wir hier aufgebaut haben, dort gar nicht so vorbesteht und dass der Umgang mit Daten, der Umgang mit Software noch ein ganz anderer ist. Und so haben wir erstmal, um ein Publikum
ranzunähern an diese Thematik, einen Hackathon veranstaltet, in dem wir die Museen, wirklich die größten Museen von Mumbai, davon überzeugen konnten, uns ihre Daten zu öffnen und zur Verfügung zu stellen und darauf aufbauend Coder eingeladen haben, sich mit diesen kulturbezogenen Daten auseinanderzusetzen. Das war erstmalig in Indien, dass das stattgefunden hat und das war quasi die Überleitung an die Ausstellung, die dann dort stattgefunden hat. Und sie war sehr ähnlich aufgebaut wie hier, beziehungsweise der Geist, der Spirit, die Philosophie von dieser Ausstellung haben wir dorthin übertragen, dass es ein sehr interaktiver Raum ist, wo wir lokale Partner gesucht haben, die Workshops organisieren. Wir haben auch lokale Künstler gebeten, uns Werke zu leihen, die wir ausgestellt haben. Und so haben wir einen Dialog mit der Kunstszene und der Technologieszene aus Indien stattfinden lassen können. Und es war eine wahnsinnige, schöne Erfahrung. Es war auch eine Brücke zwischen diesen beiden Ausstellungen, da die Gewinner vom Hackathon eine Reise nach Karlsruhe quasi gewonnen haben und dann hier ihr Projekt vorstellen konnten. Und ja, das war ein sehr schöner Kreis, der sich da geschlossen hat, von dem wir beide lernen konnten. Genau, und dann gab es noch eine zweite Version von Open Codes, The Art of Coding, die jetzt in diesem Februar stattgefunden hat, die das nochmal weitergeführt und erweitert hat. Genau, ihr seht es jetzt auch der Folie, Open Codes schließt morgen, aber wahrscheinlich haben wir noch Open Codes für die nächsten 2 Jahre auf Reise. Wir haben jetzt auch ein Satellit oder eine kleine Version der Ausstellung im Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz in Berlin. Also das ist auch dort wurden nur 6 Werke ausgewählt, aber natürlich auch ganz so inhaltlich ganz klar so ausgewählt mit der Thematik, also genau an dem Haus. Also wie werden autonome Systeme zum Beispiel juristisch werden, also in der Zukunft heutzutage, wie gehen wir mit unseren Daten um, also auch im Ministerium, aber auch jede einzelne Person. Und es war für uns von Anfang an ganz klar, also immer werden wir, wenn wir einen Open Codes irgendwo auf die Welt schicken, dass dies auch diesen lokalen Kontext widerspiegelt. Und deswegen, also Berlin, klar, das ist nicht so anders als hier in Karlsruhe, aber daher auch diesen inhaltlichen Aspekt. Und dann weitere Stationen sind folgenden kurze, also das nächste ist in Lüneburg, schon in ein paar Wochen wird auch die Ausstellung dort zu sehen sein. Im Juli reist auch nach Shanghai, nach China, also in den Kronos Art Center. Und dann im Oktober 2 Open Codes Ausstellungen, die erste in der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin und als nächstes in Bilbao in Spanien im Centro Azcuna de Ocio y Cultura. Und wie gesagt, immer werden wir bei den jeweiligen Stationen mit lokalen Initiativen rangehen und mit denen gemeinsam so Workshop und Programmpunkte gemeinsam entwickeln. Womit wir enden wollen, sind ein paar Zahlen und Fakten, weil wir hatten das Glück, eine wissenschaftliche Studie zur Auswertung der Ausstellung machen zu können und auch um zu gucken, wer war denn überhaupt hier, wie ist das alles angekommen. Und ich zeige euch einfach ein paar Folien aus dieser Studie. Ganz spannend war, dass tatsächlich von den Besuchern und Besucherinnen 50-50 die Geschlechterverteilung war. Und was für uns auch super cool ist, die Leute, die am meisten hier waren, sind die 16- bis 34-Jährigen. Normalerweise ist ja das Museumspublikum ein bisschen älter, sagen wir mal. Deswegen sehr cool. Das hier ist so eine Statistik von dem, was alles hier passiert ist. In der Gesamtlaufzeit von 19 Monaten haben wir jetzt anscheinend die 200.000 Besucherinnen und Besuchergrenze geknackt. Wir hatten an die 1.200 Führungen, an die 350, das ist Stand März, also wahrscheinlich jetzt 360, 370 Veranstaltungen. Und da ist spannend, 50% oder 40% dieser Veranstaltungen, die hier stattgefunden haben, waren vom ZKM organisiert.
50% eben von externen Gruppen, die eigentlich nichts mit dem ZKM zu tun hatten, aber da sind eben Kooperationen dann entstanden und 10% waren dann eben solche daraus entstandenen Kooperationen. Das waren dann, da sieht man es auch daneben, es waren meistens Workshops, aber auch Großveranstaltungen wie zum Beispiel die GPN, viele Meetups und internen Besprechungen. Und auch Vorträge, Screenings und Konferenzen. Ah, und wir haben die spannendste Statistik heute reinbekommen. Blanka, wie ist es mit wie viele Kilo Äpfel? Also wir haben insgesamt 8.100 Kilo Äpfel ja, für alle zur Verfügung gestellt. 800.000 Kilo, was? 8.100 Kilo. 8.000, okay. Also unglaublich viele Äpfel. Und wie viele Liter Kaffee wurden hier verzehrt? Also Liter kann ich nicht sagen, aber über 150.000 Heißgetränke. Okay, spannend für eine Ausstellungsstatistik. Das war für uns spannend aus der Studie zu erfahren. Wie kommen die Leute überhaupt auf Open Codes? Warum kommen die hierher? Und im digitalisierten Zeitalter zählt immer noch die persönliche Empfehlung als Numero uno für warum Leute hierher kommen. Als zweites die Webseite des ZKM und als drittes hoch im Kurs Plakate und erst dann kommt Social Media. Also das hat uns ziemlich erstaunt, zumal ja die meisten Besucher, die hier sind, eben zwischen 16 und 34 Jahre alt sind. Die letzte Folie, die wir zeigen wollen, ist eine Statistik dazu, ob Open Codes oder inwieweit Open Codes tatsächlich auch was mit den Meinungen der Besucherinnen und Besucher macht. Das ist ja relativ schwierig, soziologisch festzustellen, ob jetzt jemand aufgrund von etwas Besonderem jetzt seine Meinung geändert hat. Aber wir haben trotzdem versucht, das abzufragen. Und zum Beispiel jetzt die erste Linie gab es die Aussage, moderne Technologien stellen für mich eine echte Bereicherung dar. Da haben am Anfang also nach dem Besuch von Open Codes haben da 36% gesagt, ich stimme voll und ganz zu. Und von diesen 36% haben aber 43% gesagt, dass sie nach dem Besuch von Open Codes dieser Aussage stärker zusagen. Und ebenso mit dem zweiten Beispiel die Aussage, meine Freiheit wird durch die Freigabe meiner digitalen Daten nicht ernsthaft bedroht. Da haben quasi 23% gesagt, dass sie ihre Meinung durch den Besuch von Open Codes dahingehend verändert haben. Also auch da irgendwie spannend zu sehen, hat die Ausstellung wirklich auch eine inhaltliche Auswirkung, die über Äpfel, Bananen und Kaffee hinausgeht. Enden möchten wir diese Präsentation eigentlich mit einem Hinweis, den Andreas hätte geben sollen, aber er ist jetzt wieder hoch in seinen Workshop gerannt. Und zwar hat er ziemlich viele Informationen zur Ausstellung auf GitHub bereitgestellt. Das könnt ihr selber auch nachgucken auf GitHub. Die Adresse ist codelikeanartist.python4zkm, wenn ich es richtig gesagt habe. Er hätte sie jetzt auf jeden Fall auch schon projizieren können, wir haben es leider nicht, aber genau, ihr findet auf GitHub viele Informationen zu Open Codes. Genau, ja, vielen Dank, dass ihr da wart und zugehört habt und wenn ihr Lust habt, wir stehen jetzt gleich noch für Fragen zur Verfügung, vielleicht einfach da. Genau, danke, dass ihr hier seid und viel Spaß noch an der GPN. Danke euch. Danke für diesen wunderschönen Raum, danke für die Ausstellung, danke für alles, was Hacker Community, Open Codes, ZKM, große Familie, ganz großes Danke. Wir haben euch lieb. Wir haben euch lieb.